Ich habe letztens gesehen, wie Leute so eine Schaltung nachgebaut haben. Und diese Schaltung soll einfach einen Piepton absondern, wenn sich zwei Kontakte berühren. Und das Ganze wird genannt heißer Draht. Und ich habe das jetzt mal nachgebaut. Ich habe das auf solch einer Platine hier nachgebaut. Die fand ich schon immer ziemlich praktisch, weil man da nicht so ein Chaos auf der Unterseite hat. Das sieht man auch, wenn man sich das hier anguckt von unten. Schön geordnet, keine Brücken, gar nichts. Na, wenn man das auch fokussieren kann. Naja. Und das Ganze habe ich gerade fertiggestellt und das ist hier mein einziger Plan. Mein erster Versuch war das hier und dann habe ich das nochmal versucht und beim zweiten Versuch, bis auf einen sehr kleinen Fehler hier, war das eigentlich schon perfekt. Und ja, das Ganze funktioniert. Ich weiß jetzt nicht, wie lange der Akku hält, aber ich kann das einmal demonstrieren. Ich kann jetzt den Haken hier nehmen und es piept, wenn ich rankomme. Ja. Mir fehlt leider der Skill, um dieses Spiel zu bestehen. Aber man kann ja auch den Draht einfach umbiegen. Und dann hat man einen einfacheren Weg, den man da zurücklegen muss. Ziemlich schicke Sache, finde ich.